Wir vom Panthertamm sind heute in den Kammersälen unterwegs, weil der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer seinen 70. Geburtstag feiert. Seit 2015 führt er die Geschicke des Landes Steiermark und am 29. Februar 2022 hat er seinen 70. Geburtstag gefeiert und heute sind dazu einige Gäste geladen und wir sind gespannt, wen wir da so antreffen und nehmen euch natürlich mit. Ist für mich ein Phänomen, er ist also wirklich ein Fels in der Brandung gewesen in dieser schwierigen Zeit, auch jetzt noch. Und vielleicht darf ich das also als Obersteirer sagen, wir sind ja beide Genussmenschen, der Hermann und ich. Er trinkt gerne Wein, ich trinke auch gerne Bier und Wein. Aber seit ich also mit ihm in der Koalition bin, weiß er auch, dass es ein gutes Bier gibt, ein richtiges Bier, wenn man als Leobner mit Gösser aufgewachsen ist. Seitdem gibt es in der Burg auch ein gutes Bier. Ich war schon bei seinem 50er dabei und bei seinem 60er. Man sieht ihm den 70er nicht an. Er ist weiterhin agil, sehr, sehr geschätzt von allen. Ein ehrlicher Politiker durch und hat in der Steiermark sehr viel weitergebracht. Für mich ist er eine ganz besondere Persönlichkeit, insofern als dass er Menschen sich sehr gerne und gut merkt. Er kennt auch die Familiengeschichten, er ist da und das zeichnet ihn aus und das sorgt bei mir persönlich dafür, dass ich ihm sehr verbunden bin. Und wenn Sie mich fragen, was ich wünsche ihm von ganzem Herzen ein so geglücktes Älterwerden, wie es mir gelungen ist. Ich kenne den Hermann Schützenhöfer jetzt schon seit über 10 Jahren. Er war ja auch Landeshauptmann der jungen ÖVP in der Steiermark und das verbindet natürlich auch über Jahrzehnte hinaus, weil der Leitspruch der jungen ÖVP ist ja für immer jung und der gilt auch für den Hermann Schützenhöfer. Und ich wünsche Ihnen für die kommenden 60 Jahre das Beste. Er ist ein ehrlicher Mensch, aufrichtig und das soll er beibehalten. Ich kenne unseren steirischen Landeshauptmann seit 50 Jahren, vulgo kann man sagen ein halbes Jahrhundert. Und daraus hat sich also nicht nur jetzt politisch was entwickelt, sondern freundschaftlich. Er ist auch mein Beistand und die Ehe hat bis jetzt auch 37 Jahre gehalten und wird auch weiterhin halten. Ich möchte ihm vor allem viel Gesundheit wünschen. Er ist ja eigentlich erst 14 Jahre, denn er hat ja am 29. Februar Geburtstag. Das ist ein Schaltjahr. Und wenn man sein spitzbübisches Lächeln sieht, dann kann man das durchaus glauben. Und von daher wünsche ich ihm weiterhin viel Kraft und freue mich auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Danke möchte ich sagen, weil es war definitiv der Herr Landeshauptmann, der mich in die Politik gebracht hat. Der Herr Landeshauptmann hat immer ein offenes Ohr für mich. Ich kann ihn jederzeit anrufen. Er stützt mich wohl. Er kann und das war mir natürlich ganz besonders wichtig und es war auch notwendig in den letzten 2,5 Jahren in dieser herausfordernden Zeit. Hermann Schützenhöfer ist ja von seinem Typ her wahrscheinlich auch durch seine 7 Jahrzehnte jetzt in die Rolle des Landesvaters sehr stark hineingewachsen und die fühlt er sehr gut aus. Und ich wünsche ihm, dass er das weiterführen kann, dass er uns als Landesvater erhalten bleibt und auch in guter Erinnerung bleiben wird dann. Ich kann sagen, mit dem Hermann Schützenhöfer verbindet mich die Handschlagqualität und das habe ich auch in meiner Zeit als Minister mit ihm positiv gelebt. Wir haben einiges zusammengebracht und ja, ich wünsche ihm alles Gute und viel Gesundheit auch für die nächsten Lebensjahre. Mich verbindet eine lange gemeinsame Arbeitszeit und das für mich beste Erlebnis ist, dass er Ja zum Reißverschluss gesagt hat, nämlich eindeutig anerkannt hat, dass die Politik Frauen und Männer braucht. Und das ist das, worüber ich sehr, sehr froh bin, dass es ihn gibt, weil er das gesehen hat und auch umgesetzt hat. Und ansonsten wünsche ich ihm, dass er noch ganz, ganz lange gesund ist, zufrieden und sein Leben genießt. Ich kann wirklich nur sagen, ich schätze ihn außerordentlich. Er war immer so der ruhende Pol, aber auch der sehr Lebendige, wenn es darum gegangen ist, auch Einzelnen zu helfen. Und das ist wohl seine ganz besondere Note, die er hat, dass ihm kein Mensch zu klein ist, um hier Hilfe anzubieten und auch kein Anliegen zu groß ist, um es nicht aufzuheben. Obwohl er immer wieder sagt, heb den Stein nicht auf, wenn du nicht daheim magst. Ja? Lass ihn liegen. Man wünscht sich Gesundheit, nicht? Man glaubt in diesem Alter sonst alles zu haben, was man braucht. Ich war nie einer, der jetzt ein großes, schönes Haus braucht oder ein Schiff oder ein Boot, sondern ich habe eine tolle Familie mit meiner Frau, der Marianne, mit der ich 43 Jahre verheiratet bin.
meinen beiden erwachsenen Kindern, der Schwiegertochter, den Enkeln. Da wünscht man sich, dass man noch ein Jahrzehnt in halbwegs Gesundheit vor sich hat und dass man mit anderen noch ein bisschen was fürs Land bewegen kann. Welche weitere Botschaft hast du für den Landeshauptmann anlässlich seines 70. Geburtstags? Dass er das bleibt, was er ist, nämlich für immer jung und einer, der immer die Jungen auch in der Politik unterstützt, weil das ist nicht selbstverständlich. Es war schon 1971 beim Steirischen Volksmusikwettbewerb in der Ramsau. Da war er der Veranstalter bei der jungen ÖVP. Und seitdem kennen wir uns und sind wir immer uns über den Weg gelaufen. Und jetzt ist er auch 70 Jahre alt geworden, was wir schon sind. Ne? Und wir gratulieren, lieber Hermann, ganz, ganz herzlich zu deinen 70er und wünschen dir Gesundheit und noch viel Freude im Leben. Wirst du das einteilst, ist deine Sache. Genau. Das Song von ganzem Herzen, dein Esch, Stornis. Ihr seht, es ist ein riesengroßes Miteinander bei der Feier vom Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer und es sind viele, viele Gäste da, mit einigen konnten wir sprechen. Alle haben wir natürlich nicht erwischt, das wäre zu viel gewesen und wir wünschen dem Landeshauptmann zu seinem 70. Geburtstag natürlich auch alles erdenklich Gute. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr natürlich ein Like, kommentiert, wenn ihr etwas Politisches zu sagen habt und folgt uns auf unserem YouTube-Kanal. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja.